Aus einer berühmten, auf ihre Art einmaligen Familie stammt mein heutiger Studiogast. Und Sie erinnern sich bestimmt an sie, wenn ich sage, 12 Kinder mit ihren Eltern singend in einer Fußgängerzone oder auf der Bühne. Im Schlabberlook versteht sich, das Zuhause ein knallroter Bus, später ein Hausboot und dann ein Schloss. Die Kelly-Familie. Sie waren in den 90ern Kult und die zweitjüngste der Kellys, Maite Kelly, ist heute mein Gast. Und das, das war sie damals. Jede Menge Haare. Absolut, aber das hat Maite Kelly auch heute noch. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass Sie da sind. Ja. Sie haben eigentlich gerade ganz versonnen geguckt, als Sie die Bilder gesehen haben. Ja, das ist immer noch schön zu sehen, wie wir damals, wie eine verrückte Bande trotzdem irgendwie alles zusammen gemacht haben und irgendwie halbwegs die Welt damit erobert haben. Also auf jeden Fall ganz Europa. Und das sind schöne Erinnerungen und es war auch eine tolle Kindheit. Ein bisschen verrückt. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, diese Familie war anders als alle anderen Familien. Ja, aber das Wesentliche, also der Inhalt muss stimmen. Und das Wesentliche war da. Wir haben uns immer noch unfassbar lieb. Da ist immer noch dieser irische Zusammenhalt, unfassbar viel Humor. Mhm. Gut, 7 Brüder ist schon anstrengend, aber ja, ich war anstrengender. Und die zweitjüngste dann auch noch. Aber dann wurden Sie bestimmt auch viel ein bisschen betuttelt oder ja, sowas, auch beschützt, oder? Aber ich war die lauteste von allen. Die haben immer gesagt, wo hast du deine Energie her, du machst uns platt. Also 7 Brüder platt zu machen, ist schon einiges. Aber und das hat man ja auch gerade gesehen. Ich meine, Sie haben ja gleich vorne im Vordergrund gesungen, sozusagen jetzt hier. Wie alt waren Sie da? Da war ich erst 16, 16 Jahre alt. Aber wir haben uns immer alle ausgetauscht. Also das war schön. Wir waren wirklich 10 Songschreiber, 10 Soloisten, einen großen Chor. Es gab nie irgendwie Ego, sondern es war immer, wir hatten immer ein gemeinsames Ziel und das war einfach das Publikum. So viele Menschen wie möglich zu unseren Konzerten mit anzulocken, wie nur möglich. Also auch über Ihre spannende Familiengeschichte, natürlich damals und auch heute, wollen wir natürlich noch reden. Aber jetzt erstmal zur Maite Kelly heute. Ja, es gibt viel zu erzählen, auch da nehmen wir uns gleich noch ein bisschen Zeit, aber das Allerneueste überhaupt, Sie haben nämlich eine neue CD jetzt rausgebracht, Maite Kelly, wie ich bin. Und mein Vorschlag wäre, in diese CD hören wir erstmal rein. Aha, Maite Kelly, wie ich bin, so heißt die neue CD und dieser Titel hieß jetzt, du meinst, du kennst mich. Kennen Sie sich mittlerweile selbst? Ich glaube, dass letztendlich schon als Kind weiß man schon, wer man ist. Mittendrin verirrt man sich oder man geht auf gewissen Reisen, aber ich glaube, letztendlich weiß man so, dass man gute Absichten hat. Und ich merke es mit meinen 2 Töchtern, dass auch sie von vornherein schon ganz klare Charaktere haben. Und auch schon, als ich sie in meinen Leib getragen habe, wusste ich schon, wie sie ticken. Ich habe das gespürt. Die haben beide ihre eigenen Vibe oder ihren eigenen Art zu lieben und zu lernen. Mhm. Und deswegen singen die eigentlich auch schon, die 2 Mädels? Ja, aber mehr so aus Spaß. Also es ist ohne Ambitionen und ich finde das auch wichtig. Aber es wird sehr viel kreativ zu Hause. Es ist sehr kreativ und sie finden das Erfinden so spannend. Das heißt, sie erfinden Lieder, Texte. Und das ist bei uns extrem erlaubt. Also gesungen und kreativ sein darf man in der Familie, obwohl sie wollten nie
Eine Großfamilie? Das wäre eigentlich, was mich auch interessieren würde. Sie haben zwei Mädels, oder? Ja, also ich bin natürlich eine Kaiserschnittmutter und somit wird es mit der Großfamilie nichts werden. Ich bin dankbar, dass ich zwei gesunde Kinder auf die Welt gebracht habe. Und das war wunderbar. Also wir sind, mein Mann und ich, wir sind auch offen. Also es ist noch nicht abgeschlossen. Sie haben eine Gitarre mitgebracht, Maite. Und genau, jetzt haben wir sie gerade natürlich in der CD gehört. Aber ich habe mir sagen lassen, Sie können auch so singen. Ja, das ist erschreckend. Letzte Zeit denken immer die Leute, ich könnte nur tanzen. Und dann letztens habe ich live gesungen und sagte eine Dame, ich wusste gar nicht, dass Sie singen können. Und das ist ein Song, den habe ich für meinen Mann geschrieben. Du bist da, wenn es dunkel wird, du siehst mich an. Und endlich weiß ich, hier bin ich zu Hause. Ich war echt am Ende, bevor du kamst. Doch du hast mich gefunden, als ich am Boden lag. Weil du mich lässt, weil du mich liebst, weil du mich so nimmst, wie ich bin. Weil ich es mag, wie du mich anlachst. Also wie Sie merken, ich bin immer noch verliebt. Nach 10 Jahren. Das ist gut. Und Sie leben in Frankreich mit Ihrem Mann. Ihr Mann ist ja Franzose. Aber das ist jetzt ein deutsches Lied. Haben Sie das auf Deutsch für ihn geschrieben? Ja. Oder dann? Also Sie sprechen auch Deutsch miteinander? Ja, ich bin natürlich in Deutschland aufgewachsen. Und ich wollte in den letzten Jahren immer auf Deutsch schreiben. Ich komme aus einer Singer-Songwriting-Familie. Aber wir haben immer auf Englisch, Spanisch, auf Französisch geschrieben. Und wir haben auf Deutsch gesungen, aber nie selber geschrieben. Und dachte ich, komm, ich muss mich damit befassen. Und ich habe die letzten 6 Jahren, nachdem die Kelly-Familie sich aufgelöst hat, mich ausschließlich mit deutscher Musik befasst. Das heißt, im Musical war alles auf Deutsch. Auch mit Disney habe ich auf Deutsch gesungen. Und habe gemerkt, das Schicksal winkt mir zu. Und das ist so toll, weil für mich ist es wirklich ein Traum aufgegangen. Ich wollte immer für andere schreiben. Und bevor ich mein Album rausgebracht habe, schreibe ich mittlerweile auch für andere. Also Chansonsänger, Popkorn. Sind denn bei dem Album alle Texte wirklich auch selbst von Ihnen geschrieben? Ja, klar. Okay, da setzen Sie sich hin und denken, ah, heute ist ein Tag zum Songschreiben? Wie gesagt, das ist mein Hauptberuf. Stimmt. Also es ist wie jemand, der Bücher schreibt, ich schreibe Lieder. Ja. Und das ist das, wo ich zu Hause bin. Und letztendlich ist es auch, glaube ich, der Ort, wo die Menschen wirklich merken. Und ich bin live. Ich bin eine Live-Sängerin. Also ich bin eigentlich hauptsächlich auf Tournee und mein Publikum, ich liebe es, meine Texte zu schreiben, die zu spielen, zu merken, wie mein Publikum das mit mir immer wieder neu erlebt. Und dafür lebt man und deswegen wird es nie langweilig. Egal, wie groß und klein das Publikum auch sein mag. Also man merkt schon, die Musik ist hier zu Hause, Sie brennen und das ist auch wunderbar so. Und Sie kommen ja auch aus einer wahnsinnig musikalischen Familie. Und deswegen, wir gönnen uns jetzt nochmal einen Rückblick, ja? Achso, einen Rückblick ja. Eigentlich ein bisschen auf Nostalgie. Das Leben von Maite Kelly. Genau. Weg mit der Glotze, meinte Maite Kellys Vater noch in Amerika. So viel Konsum sei nichts für seine Familie und ging mit ihr nach Europa. Wenn man in so einer Familie aufwächst, ist klar, Musik ist das Leben. Und Auftritte gehören von Anfang an dazu. Maite Kellys Erster, da ist ihre Mutter noch schwanger mit ihr. In den 90ern wird die Familie Kult. Maite Kelly tourt mit ihren Geschwistern und ihrem Vater durch Europa. Feiert mit ihnen Riesenerfolge. Ein Musikpreis jagt den anderen. The Kelly Family! Doch mit zunehmendem Alter will Maite Kelly auf eigenen Beinen stehen. Leicht fällt es ihr nicht, sich vom Familienunternehmen zu trennen. Doch es ist für sie eine Chance, sich neu zu entdecken. Ob Musical oder Soloprojekt, Maite Kelly singt und tanzt. Musik ist noch immer ihr Leben. Und dann verstehst du mich. Ja, ein Multitalent, anders kann man das gar nicht sagen, ist diese Maite. Was sagen eigentlich ihre ganzen Geschwister dazu? Man kann schon sagen, sie sind schon die erfolgreichste, zumindest im Musikbusiness. Also da muss ich meine Geschwister ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich bin, glaube ich, die am meisten in Medien präsent ist. Aber es gibt mittlerweile ganz tolle Plattformen wie das Internet und auch einfach durch die Live-Konzerte. Alle machen nach wie vor sehr viel Musik und haben eine große Fangemeinde. Also Jimmy und Andrew sind unfassbar tolle Live-Acts und ich glaube, sie haben sich bewusst dafür entschieden, etwas mehr im Kognito ihre Musik auszuleben. Ich bin immer noch so eine, die gerne auch mal in den Medien stattfindet. Es ist natürlich immer eine Gratwanderung, aber da ich mich mit einer Diversität befasse, wie Fernseh, Tanz und allem drum und dran,
ist es quasi von alleine irgendwie so, hat sich einfach so von alleine irgendwie entwickelt und somit finde ich einfach hier in den Fernsehen so viel statt, aber ich bestehe nicht nur aus Fernsehen. Okay, und alle, man merkte schon, also sie haben im Prinzip immer noch viel Kontakt auch zu ihrer Familie und jeder hat so sein Ding gemacht. Malte ist halt jetzt richtig eben ins Musikbusiness und ins Fernsehen eingestiegen, aber auf die Tournee, wollen wir auch noch ganz kurz zu sprechen kommen, geht dann im Herbst los. Ja. Werden Sie dann auch so viel unterwegs sein und Ihre Familie dann wenig sehen, wie jetzt damals, wo Sie immer mit Ihrer Familie loszogen? Nein, also mein Mann plant das so wahnsinnig clever. Wir sind deswegen, ich bin mein eigenes Management, weil ich eben diese Balance halten möchte. Mhm. Und somit planen wir es immer so im Herbst, wenn die Herbstferien losgehen. Und die Kinder kommen mit. Mhm. Aber es bleibt immer, es gibt so eine gute Balance. Deswegen arbeite ich auch so viel im Fernsehen in Köln. Malte Kelly, herzlichen Dank. Alles Gute natürlich für den Besuch und für die Tournee natürlich. Ihnen auch alles Gute.